Hi. Ah, hast du mal Helm? Auch. Ah, nee, ich hab Helm. Ist ganz schön ungemütlich, was? Na, kann man sagen. Aber ich find's ganz gut, dass man drinnen kein Fleisch mehr essen darf. Es riecht doch alles ganz anders. Ja, das stimmt. Ich esse zu Hause auch Leberkäse auf dem Balkon. Aber die Kleidung stinkt trotzdem danach, finde ich. Na, eklig. Boah, ich würde so gerne aufhören. Hast du die Pflaster versucht? Das hilft überhaupt nicht. Ich habe halt immer noch Lust auf. Das ist auch cool. Ja, an der Wursttheke standen schon immer die lässigeren Typen, schon in der Schule. Ja. Und dann diese blöden Warnhinweise jetzt. Wurst kann Fett enthalten. Ja, wer Fleisch isst, kann Potenzprobleme bekommen. Ja, Fleisch kann Darmkrebs erzeugen, bla bla bla. An irgendwas stirbt man halt. Das ist echt kalt. Ja. Aber Fleisch essen ist eben kommunikativer. Man lernt immer neue Leute kennen. Ich bin übrigens der Christoph. Ich auch. Warst du schon am Flughafen? Wieso? Die haben jetzt so Glasboxen aufgestellt. Und nur noch da drin darf man Fleisch essen. Ach, das ist schon demütig. Ja. Peinlich, wenn einem alle zusehen. Ja. Alles wird einem madig gemacht. Auch die kleine Wurstpause zwischendurch. Machst du ein Brotkaugummi? Brotkaugummi? Ja, da riecht man nicht nach Fleisch, sondern vegan. Das ist das Neueste. Nee. Nee, ich rauch da noch eine. Spinnst du, wenn das einer hört? Das war doch nur Spaß. Ja, schöner Spaß. Mein Nachbar haben sie verhaftet. Die haben 2 Schachteln Marlboro bei ihm gefunden. Scheiße. Da ist ja wegen Dealen dran. Das ist mehr als der Eigenbedarf. Aha.